Verehrtes Publikum, heute möchte ich Ihnen meine Empfehlungen geben für den Monat März. Und ich tue das heute aus der Repertoireschneiderei, um genau zu sein, aus dem Schullager der Herren-Repertoireschneiderei der Wiener Staatsoper im 6. Stock. Ein wenig besuchter Ort, ich glaube nicht einmal beim Opernball verirrt sich hier wer hinauf. März wird dominiert werden von einer Neuproduktion, und zwar Mozarts Hochzeit des Figaro, Le Nozze di Figaro. Ich glaube, es gibt wenig Wichtigeres, dass ein Opernhaus überhaupt je in Angriff nehmen kann. Und am 11. März ist es soweit, da feiern wir Premiere. Figaros Hochzeit ist eine der drei sogenannten Da Ponte-Opern von Mozart, die allgemein als seine wichtigsten gelten. Und wir machen den ganzen Zyklus neu, wie Sie vielleicht wissen. Regisseur ist Barry Kosky und er hat eröffnet vergangene Saison mit Don Giovanni. Figaro ist ja vermeintlich ein Revolutionsstück. Die Vorlage von Beaumarchais, 1784 erschienen, also knapp vor der Französischen Revolution. Übrigens 1786 war dann schon Uraufführung von Mozarts Oper, die auf diesem Stoff basiert. 200 Meter von hier gibt es, wenn Sie vom Heldenplatz durch die Hofburg auf den Michaelerplatz gehen, gibt es unter einem großen Fenster eine kleine Tafel, die daran erinnert, denn da stand früher das Burgtheater. Da sollten Sie bitte jedes Mal, wenn Sie da durchgehen, sollten Sie da stehen bleiben und einen andachtsvollen Moment verbringen. Also 1786 schon in Wien, so schnell, ganz ohne Internet, haben sich die wirklich wichtigen Dinge damals durchgesprochen. Und was kommt in dem Stück vor, so knapp vor der Revolution? Naja, ein Graf, ein adliges Paar, das vorgeführt wird, vor allem eben der Graf selbst. Er wird verspottet in seiner Doppelmoral, wirkt auch sehr schwach, denn er hat angeblich das Recht der ersten Nacht abgeschafft, versucht es aber nur im Wege einer immer komischer werdenden Intrige und Trickserei hintenrum durchzusetzen. Napoleon soll bei der Lektüre oder nach der Lektüre der Vorlage von Beaumarchais gesagt haben, da war schon die Revolution am Werk. Ich glaube aber, dass das für Mozart überhaupt nicht im Vordergrund gestanden ist. Ich glaube, dass Barry Kosky meiner Auffassung ist, er hält das Ganze für ein Erdbeben und inszeniert es auch so. Ein Erdbeben von Spielen, Verstecken, Verstellen, von Tarnen und Täuschen. Und so steht unter seinem wirklich brillanten Zugriff, steht das Persönliche, das Menschliche, der jeweilige Charakter, der wirklich unglaublich virtuos ausgelotet wird, der Figuren im Vordergrund. Und für dieses Spiel hat Barry Kosky eine geniale Bühne im Einsatz, die in jedem der vier Akte vollkommen neu zusammengesetzt wird. Und auch deswegen freue ich mich so auf diese Produktion. Musikalisch geleitet wird sie wieder von Philipp Jordan und wieder hat er dabei ein ganz junges Mozart-Ensemble zur Verfügung. Also eine Gruppe von Sängerinnen und Sängern, die bei uns regelmäßig am Haus Mozart singen. Der Titelheld ist ein Ensemblemitglied, Peter Kellner, international gesuchter Sänger inzwischen. Seine Susanna ist die Ying Fang. Das adlige Paar sind André Schuhen und Hanne-Elisabeth Müller in unseren neuen Meistersingern im Dezember als Eva zu erleben. Den Cherubino singt ebenfalls ein Ensemblemitglied und eine Absolventin, wenn Sie so wollen, unseres Opernstudios, nämlich Patricia Nolz. Denken Sie jetzt bitte nicht, ja, wunderbar, ist ja alles sehr interessant, aber Mozart, Neuproduktion, Staatsoper, sowieso ausverkauft. Ich darf das vielleicht noch mal kurz erklären oder daran erinnern, denn viele von Ihnen kennen das ja ohnehin aus dem FF, aber für die nicht ganz so Beschlagenen. Man kann an der Staatsoper, wenn eine neue Spielzeit erst einmal präsentiert ist, das machen wir immer so im April, dann beginnt sie im September, kann man für die gesamte Spielzeit Karten vorbestellen. Geht auf verschiedenen Wegen, ist alles auf unserer Website vorbildlich nachzulesen. Aber es gehen auch immer Karten in den freien Verkauf. Manchmal nicht so viele, weil es so viele Vorbestellungen gibt, aber immer gehen auch Karten in den freien Verkauf. Und zwar immer 2 Monate vorher. Also am 1. Jänner eben 2023 für den Monat März, über den ich Ihnen heute erzähle. Schon am 5. März bieten wir übrigens eine Einführungsmatinee zum Figaro an. Ich werde da wie immer an einem Sonntag Vormittag 1,5 Stunden gestalten mit den Mitwirkenden, also mit allen Sängerinnen und Sängern, mit dem Dirigenten, mit dem Regisseur. Dabei werden das vokale Ensemble wird auch live zu hören sein in der Staatsoper, denn es ist eine schöne Tradition dieser Matineen, dass die Stimmen der Premiere auch vorgestellt werden, sich vorstellen. Der Eintritt für diese Matineen ist übrigens kostenlos, wenn Sie Abonnentin oder Abonnent der Wiener Staatsoper sind.
wenn Sie Mitglied des offiziellen Freundeskreises sind und wenn Sie Empfängerin unseres Newsletters sind, durch den dieses Video es ja auch zu Ihnen geschafft hat. Bitte machen Sie doch von diesem Angebot Gebrauch, der Einführungsmatinee, denn es gibt viele Wege in den Kosmos so einer Neuproduktion, aber vielleicht ist doch einer der interessantesten von den Mitwirkenden selbst in das Werk und in die Interpretation eingeführt zu werden. Was bringt der März sonst noch? Er bringt zunächst einmal zwei ganz wichtige Wiederaufnahmen. Die erste, über die ich sprechen möchte, ist Fidelio. Beethovens einzige Oper, nicht nur an diesem Haus, aber vielleicht für dieses Haus ganz besonders zentral. Und doch war sie jetzt 4 Jahre lang nicht auf dem Spielplan, was auch mit Corona zu tun hat. Nun kehrt sie also zurück in einer, wie ich finde, exemplarischen Besetzung. Anja Campe, Brandon Jovanovic, Christoph Fischesser, um nur 3 zu nennen. Dirigent ist Axel Kober, der zuletzt vom Publikum bejubelt wurde als Dirigent einer Wiederaufnahme von Wagners Ring des Nibelungen. Die zweite Wiederaufnahme, die gilt Alban Bergs Wozzeck. Den haben wir vergangene Saison ja neu produziert und Regisseur war Simon Stone. Und er hat das Stück spielen lassen an einem Ort, der in manchen Momenten ganz handfest an das Wien von heute erinnert. Aber bei einem näheren Hinsehen entpuppt sich das ein vollkommen surrealer Ort, letztlich als ein Albtraum, als etwas, das ausschließlich in Wozzecks Kopf spielt. Man kann hier buchstäblich zusehen, wie ein über seine Belastungsgrenzen hinaus gepeinigter Mensch den Verstand verliert. Es gibt eine Drehbühne, die sehr intensiv, virtuos eingesetzt wird. Und da ergeben sich sozusagen die Bilder, die ihn peinigen, werden immer wieder neu zusammengesetzt. Bis er zum Schluss durch 4 Schlafzimmer taumelt, in denen ihn seine Frau in 4 Betten 4-mal betrügt. Diese Wiederaufnahme bringt auch ein ganz wichtiges Hausdebüt, und zwar von Johannes Martin Krenzle. Herr Krenzle ist einer der wichtigsten, um nur ein Beispiel zu nennen, Wagner-Sänger unserer Zeit. Er bejubelt in Bayreuth als Beckmesser in der Neuproduktion, Barry Koskis Neuproduktion, der Meistersinger. Jetzt eben an der Staatsoper unter den Linden in Berlin unter Christian Thielemann im neuen Ring des Nibelungen dort, der Alberich. Und er ist also nun, kehrt als Wozzeck, oder kommt als Wozzeck zum ersten Mal in das Haus am Ring. Und schließlich möchte ich Sie auf eine Besonderheit unseres Hauses aufmerksam machen oder vielmehr daran erinnern. Viele von Ihnen wissen das ohnehin. Die Wiener Staatsoper ist ein Repertoirehaus. Das bedeutet, dass wir sehr viele verschiedene Werke, also ein sehr breites Spielplanangebot haben. Und dadurch kann man, manche dieser Werke kann man auch mehrmals pro Saison erleben, fast immer in wechselnden Besetzungen, wodurch das Publikum eine Möglichkeit hat, einfach Interpretationen zu vergleichen, was in sich eine spannende Sache ist. So auch im März. So kommt zum Beispiel Rossinis Cenerentola, vulgo Aschenbrödel, zurück im Repertoire. Und die Titelheldin ist niemand anderer als Vasilisa Berzhanskaya. Die junge Russin war ja zuletzt in der Neuproduktion des auch von Rossini geschriebenen Barbier von Sevilla, die Rosina, und hat für Furore gesorgt. Ein anderes bekanntes Stück, ein Dauerbrenner dieses Operngenres, ist der Liebestrank, Elisir d'Amore von Donizetti. Auch der kommt im Repertoire zurück im März und dabei kehrt der gerade erst zum österreichischen Kammersänger ernannte Erwin Schrott in eine seiner Paraderollen hier am Haus zurück, nämlich die des etwas dubiosen Wunderheilers und Trickbetrügers Dulcamara. Ebenfalls im Repertoire kommt zurück Tschaikowskis Onegin. Wir haben ja hier neu herausgebracht im Herbst 2020 die Meisterinszenierung von Dmitri Tschernikow, die ich für eine absolut maßstabsetzende Erarbeitung dieses Werkes halte. Und die Tatjana damals war Nicole Carr, aber auch durch Corona gebeutelt, war sie nur 3-mal zu hören. Jetzt kommt sie also endlich zurück in dieser Rolle und kann in einer längeren Serie erlebt werden. Der Titelheld ist ihr Mann im realen Leben, nämlich Etienne Dupuis. Und als Lenski, der wunderbaren Tenorrolle des Onegin, ist eine wirkliche Neuentdeckung zu machen. Ist ein ganz, ganz junger Tenor, ein Peruaner, und zwar Ivan Ayon Rivas. Er hat seinerseits für Furore gesorgt, als er 2021 den wichtigsten Gesangswettbewerb der Welt gewonnen hat, nämlich Placido Domingos Operalia. Und das letzte Repertoirestück, das ich erwähnen möchte, ist Puccinis Tosca.
Es gibt eine Sängerin, auch sie Kammersängerin, Kasimira Stojanova, die dem Publikum in diesem Haus nicht mehr vorgestellt zu werden braucht, die hier sehr, sehr viel, sehr, sehr viele zentrale Rollen gestaltet hat. Aber die Tosca hat sie noch nie gemacht. Ihr Cavaradossi wird ein Hausdebütant sein. Auch er, ein weltweit gefeierter Tenor, der Amerikaner Michael Fabiano, macht eben in dieser Tosca-Serie sein lange überfälliges Staatsoperndebüt. Das waren ein paar Empfehlungen, ein paar sehr persönliche Empfehlungen für den März. Alle Details zum Spielplan und zu allem anderen sind wie immer auf unserem vorbildlich gehegten und gepflegten Website zu lesen und zu finden. Ich würde mich sehr freuen, Sie im März bei einer der Vorstellungen an der Staatsoper zu sehen.